Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal um die Aussaat der Monatserdbeere Rügen. Wie ihr die hier auf dem Bild seht, das ist eine recht kleinfrüchtige Sorte, die bildet auch keine Ranken, ist also auch gut für einen Balkonkasten oder so geeignet. Genau. Kommen wir jetzt zu der Erde, die hier drin ist. Unten drunter, hier, wenn man da ein bisschen kratzen würde, sind da von den Paprikas, die nicht aufgegangen sind, die Kokosquelltöpfchen auseinandergepiepelt drinne. Oben habe ich jetzt Aussaaterde drauf, aber im Normalfall macht ihr das wahrscheinlich, wenn ihr das nachmacht, am besten nur mit Aussaaterde und drückt das oben ein bisschen an. Denn die Erdbeeren, das sind Lichtkeimer. Das heißt, wir streuen das Saatgut nur oben drauf, nehmen dann wieder die Schale, mit der wir die Erde angedrückt haben, und machen dann den Deckel da drauf, weil das feucht bleiben muss. So, das Saatguthütchen, was ich eben als Beispiel gezeigt habe, war natürlich leer. Klassiker. Also nehmen wir jetzt das und streuen das da oben drauf. So, in der Tüte ist dann wieder eine Tüte. Die schneiden wir, wie gesagt, auf und streuen das da drauf. Und dieses Saatgut hier, stellt nicht scharf, oder? Nur so ganz biebsliche Körner sind. Deswegen streuen wir das hier nur obendrauf, genau. Das sieht dann jetzt so aus. Ihr seht da die rötlichen Punkte. Jetzt nehmen wir wieder die andere von dem anderen Zimmergewächshaus, von der, was ich habe, das ist haargenau dasselbe. Nehmen wir dann jetzt die Schale und tun das andrücken. Jetzt drücken wir das hier an. Machen das feucht. Und stellen das also mit dem Deckel dann aufs Fensterbrett. Also so optimal 18 Grad. Machen wir hier den Deckel drauf und stellen das dann hier hinten ans Fenster. Und über die weiteren Erfolge oder Misserfolge halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst die Glocke läuten und hier an der Seite seht ihr dann noch Videovorschläge, könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zusagen.